Seien wir uns jetzt einmal ehrlich, es gibt Schauspielerinnen, das ist, bei denen ist es jetzt nicht unbedingt die größte Stärke, wahnsinnig viel anzuhaben. Von Laura Gemser über Asia Argento, die noch dazu eine wirklich gute Schauspielerin ist, haben wir da so einige im Angebot. Mit Asia Argento und von ihr gibt es da den Film Scarlet Diva, der jetzt im Rahmen der Eurocult Collection erstmals in deutscher Sprache auch auf Blu-ray erscheint und das mit drei verschiedenen Covermotiven, wobei ich den Begriff verschiedene Covermotive an dieser Stelle etwas hinterfragen möchte. Außerdem ist dieses Cover ebenfalls bekannt. Falls ihr übrigens irgendwann einmal im Lexikon nachschaut, findet ihr eine Abbildung von diesem Covermotiv unter dem Begriff. Denn ganz ehrlich, das ist ohne Frage eines der hässlichsten, geschmacklosesten und einfach nur Covermotive, die ich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, gesehen habe. Nachdem ich immer wieder Anfragen und Kommentare auf YouTube bekomme, warum ich mir diese Teile dann trotzdem in die Sammlung hole, auch wenn ich sage, dass sie mir überhaupt nicht gefallen, das ist bei mir als Sammler relativ einfach damit erklärt, ich brauche diese Reihe vollständig. Und immerhin ist die Eurocult Collection ja sogar eine auf dem Spine durchnummerierte Reihe, die mit klitzekleinen Zwischenfällen, sag ich jetzt einmal, für eine X-Rated-Reihe ja sogar relativ nachvollziehbar und durchgehend nummeriert ist, aber da darf mir natürlich kein Titel fehlen und deswegen muss ich mir sogar Filme, die mich jetzt grundsätzlich einmal weniger interessieren, so wie der oder wo mir eben die Cover überhaupt nicht gefallen, ebenfalls holen. Aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr viel über dieses Covermotiv philosophieren, warum hier oben ein schwarzer Streifen ist, warum das Bild hier unten nicht einmal das komplette Cover ausfüllt, was eigentlich diese Textblubs überhaupt sollen. Ich kann nur erkennen, I love you, Kirk, und ich weiß jetzt nicht, ob das große X damit auf James T. Kirk oder Kirk Douglas anspielen möchte. Auf jeden Fall hätte er diese Liebeserklärung vielleicht ganz einfach in eine E-Mail verfassen können und uns nicht auf dem Cover von Scarlet Diva präsentieren. Das Einzige, was ich an diesem Cover noch ansatzweise cool finde, ist die Art, wie das Wort Scarlet geschrieben ist, warum das Wort Diva dann überhaupt nicht dazu passt und in einer komplett anderen Schriftart ist und es außerdem irgendwie so aussieht, als wäre zwischen dem I und dem V ein recht großer Abstand. Lassen wir das Ganze einfach einmal. Ich finde das Cover einfach nur schrecklich und hoffe, dass wir das im Rahmen von dieser VÖ nicht noch 8 weitere Male sehen müssen. Mittlerweile sind wir bei der Eurocult Collection auf jeden Fall schon bei der Nummer 37 angekommen, haben aber trotzdem immer noch das gewohnte Backcover-Design mit ein paar Bildern aus dem Film, mit der Inhaltsangabe und eben dann hier unten noch den ganzen technischen Informationen. 555 Stück gibt es von dem Cover A, das ich euch jetzt hier in diesem Video zeige. Drinnen da, ihr habt gewusst, dass das kommt, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn einem schon nichts einfällt, um das Innere von dem Mediabook zu gestalten, dann könnte man das vielleicht nur dann mit Recycling betreiben, wenn irgendwie das Covermotiv was hermacht. Ja, ich habe Nameless deswegen gedisst, weil beim Mediabook von Fortress immer wieder dasselbe Motiv vorgekommen ist, in verschiedensten Ausführungen und Größenordnungen. Aber da war es eine wunderschöne Zeichnung von Enzo Schiotti und nicht das. Naja, wir haben auf jeden Fall dieses Cover sowohl auf der Blu-ray als auch vorne auf dem Mediabook-Booklet, sowohl auch dann noch auf der DVD hinten. Das ist ja eine quasi der seltenen Eurocult-Collection VÖs, wo der Film sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray drinnen ist. Außerdem dann hier eine alternative Coverversion und nehme ich mal an, ja genau, das andere Cover dann hier drinnen, was auch immer das soll, ganz ehrlich, diesen hässlichen Hintergrund für alle Coverversionen zu verwenden. Naja, drinnen gibt's dann einen Text in einem 16-seitigen Booklet, der im quasi gewohnten
Eurocult Collection Design grundsätzlich gehalten ist, wenngleich man in dem Fall auch dazu sagen muss, dass es sich um kein Booklet von Tenebrarum von Martin Beine handelt, sondern um eines von Christoph Kellerbach, das aber trotzdem gut gestaltet ist, einen netten Eindruck macht und dieses Mediabook abrundet, auch wenn ich persönlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig begeistert bin von dem Artwork oder der Filmauswahl, aber ganz ehrlich, das war den Labels doch schon immer wurscht.